Hallihallo, ihr lieben Leute von heute und herzlich willkommen zurück zu Final Fantasy 7 DLC Yuffie oder Yuffie DLC, wie auch immer. Die Sprache ist ja doch noch ziemlich leise gerade gewesen, eigentlich im ersten Part, überraschenderweise. Du zuckst echt komisch rum. Ich habe jetzt mal die Lautstärke, also die Hintergrundmusik und die Sounds an sich auf um 1 runtergestellt und insgesamt die Lautstärke in OBS etwas lauter gemacht. Ich weiß nicht, wie krass das ist. Ich kann sie ja jetzt hier nicht zum Reden bringen, deswegen hätte eine weitere Testaufnahme hier jetzt natürlich nichts gebracht. Deswegen, da müssen wir dann halt mal einfach nach diesem Part auch gucken und es notfalls nochmal etwas anpassen. Naja. Wird schon. Oh. Ah, da geht's weiter. Okay, dann muss ich erst hier lang. Ist die Frage auch, wann Yuffie hier eigentlich jetzt eintrifft? Ist das wirklich schon nachdem die Platte abgestürzt ist oder ist das noch kurz vorher? Wir werden es herausfinden, ihr Lieben. Wenn ich so diesen unterirdischen Tunnel gerade gesehen habe, auch wenn er klein war, muss ich natürlich direkt daran denken, wie wenn ich mir vernünftig in Sektor 7 zurückkam im Hauptspiel und sowas. Deswegen, naja. Da hinten ist der nächste gruselige Typi. Irgendwo Kisten oder so? Irgendwas zum Zerstören? Oh ja. Nimm das! Genau, nimm das! Komm. Hui. Super Trank. Nice. Ah ja, bin ich eigentlich verletzt? Oh ja. Ne, man sollte ja mal zwischendurch nach seiner Gesundheit gucken. Ist mir gerade mal so eingefallen. Aber okay, dann gehen wir weiter. Hey, du da. Die ist nicht hier. Zum Glück. Da geht's weiter. Aber hier ist auch irgendwie nix. No, war, ich weiß. Vor allem sehr cool, wie sie gerade so tsch-tsch-tsch gemacht hat. Das hat sie doch auch im Original gemacht, ganz oft bei Gesprächen, dass sie mit ihrem Arm so komisch da rumgezuckt hat und sowas. Und das sah doch dann auch immer so aus. Deswegen, dass sie es hier so übernommen haben auch, das ist so geil wieder. Tsch-tsch-tsch. Sehr, sehr schön. Freut mich. Da-da-da-da-da-da. Ah, den Ort hier kennen wir doch. Aber die Platte ist noch drüber, wie es scheint. Weil hier müsste doch jetzt eigentlich Sektor 7 sein, oder nicht? Hier waren wir doch mit Cloud und Tifa ganz am Anfang vom Hauptspiel. Haben ein paar Ratten und Allesfresser gekillt und auch diesen komischen Hund, der irgendwie ausgebrochen war. Nimm das! Deswegen, das hier kennen wir doch. Hier kann man einmal im Kreis laufen, genau. Mich wohl langsam an den Gestank hier gewöhnt. So fängt es an. Und ehe man sich's versieht, hat einen die Stadt in ihren dreckigen Griffeln. Aber nicht mit mir. Ich sollte aufhören, mit mir selbst zu reden. Aber du redest doch auch mit den Zuschauern, Yuffie. Alles gut. Wobei, wenn es hier doch weitergeht, warte mal. Wie schnell komme ich hier zum Ausgang? Hä? 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 Kisten! Nimm das! Ja, doch, macht schon Spaß, auf jeden Fall die Kisten zu zerstören. Deswegen, da geht's weiter mit dem Hauptweg. Okay. Süßes blaues Auto. Das heißt, ich bin ja jetzt von da gekommen. Das heißt, hier kann man wirklich im Kreis laufen, wie ich es mir gedacht habe. Okay, nochmal hier zurück. Will ja hier nichts verpassen, wenn hier was auf dem Weg liegt. Kisten!
Schon geil, mit diesen Schuriken zu kämpfen, wirklich. Gefällt mir. Hab grad irgendwas gehört. Sind hier noch ein paar Monster? Ha, ha, ha? Willst du jemand mit mir aufnehmen? Dann kommt nur her. Ich bin Yuffie. Ich hab keine Angst. Wuhu. Ich tanze auch für euch. Juhu. Wuhu. Das war das. Dann gehe ich mal hier in die Höhle. Beziehungsweise in den Tunnel. Hallo. Oh. Hat sich gelohnt. MP-Boost. Auch nicht schlecht. Egal ob MP oder TP. Es gefällt mir alles ganz gut. Ich nehme alles. Und wenn es um Materie geht, nehme ich ja sowieso alles. Ne? Yuffie lässt ja keine Materie irgendwo liegen. Das ist auch der erste Satz, den sie im Film quasi gesagt hatte. Ne, Advent Children, ne, wenn man den guckt dann und Yuffie ihren ersten Auftritt hat, sagt sie sofort, wer hat meine Materia? Wo sie auch sofort denkt, ja, das ist Yuffie. Nimm das! Zerfällt, zerfällt. Hier ist das Schild, alles klar. Yay. Und da vorne steht ja auch der Typi, deswegen... Okay. Aber ganz klar, wir werden Cloud und die anderen hier noch nicht treffen, denn dafür sind wir dann doch etwas zu früh wiederum. Wenn man ans Hauptspiel denkt, haben wir Yuffie ja eigentlich erst im Wald, in einem Wald getroffen, nachdem wir Midgar verlassen hatten. Deswegen. Wo sind die anderen dann wohl gerade? Sind sie vielleicht bei Eris gerade zu Hause oder wo auch immer? Man weiß es nicht. Oder noch auf dem Wallmarkt bei Don Corneo? Keine Ahnung. Ich glaube, bevor ich da vorne hingehe, mache ich mal ganz kurz einen Mini-Cut, um nochmal zu gucken, wie der Sound jetzt ist von ihrer Stimme, bevor wir weitere Gespräche haben und die wieder zu leise sind. Deswegen, wir sehen uns sofort wieder. Bis gleich! Tschau, da sind wir wieder zurück. Jedenfalls hoffe ich, dass ich das wirklich vernünftig wieder zusammenschneiden kann, weil letztes Mal hatte mein Schneideprogramm irgendwie einen Hasch mich weg irgendwie. Aber doch, sollte so oder so eigentlich klappen. Ich habe jetzt auf jeden Fall das in OBS noch mal lauter gemacht, so ein bisschen. Und die Musik dafür noch mal so ein bisschen leiser. Ich hoffe, das passt dann jetzt mal langsam so. Hallo. Sag mal, wo kommst du denn her? Bist du auf Ungeheuer gestoßen? Nicht wirklich. Nur ein paar Ratten. Nichts Ernstes. Seit dem Vorfall sind die Ungeheuer seltsam. Sei also vorsichtig. Ja, ja, danke schön. Passt schon. Mir passiert so schnell nichts. Wenn Utai in die Sache verwickelt ist, bedeutet das nichts Gutes. Erkennst du mich etwa? Reaktor 5 wurde vorsorglich abgeschaltet. Die Feuer sind aber bereits unter Kontrolle. Es besteht keine Gefahr, dass sich die Schäden ausbreiten könnten. Seien Sie daher bitte ganz unbesorgt. Wir arbeiten derzeit fieberhaft an der Aufklärung der Ursache. Der Verdacht liegt nahe, dass der gleiche Brennstoff wie schon im Marco-Reaktor 1 verwendet wurde. Wie toll, wie toll, wie toll, wie toll! Und das war also Avalanche? Nicht schlecht. Ich bin beeindruckt. Aber das kann ich besser. Yuffie? Hey! Hä? Da ist ein Mogri! Du bist von Ever. Ich bin GJ. Folge mir. Oh, warte auf mich! Diese Explosionen. Sag mal, wieso hast du mich eigentlich nicht abgeholt? Dachte, die Leute aus Doppel-V wären super ausgebildete Krieger. Das heißt noch lange nicht, dass ich weiß, wo ihr euch versteckt. Und was meinst du bitte mit Doppel-V? Das ist ein Codename. Für Leute wie dich und deinen Partner. Echt? Hätte aber nicht gedacht, dass man uns ein Kind schickt. Gleich klatscht es, aber kein Beifall. Aber ein niedliches Kind. Ha! Und darüber soll ich mich jetzt freuen, oder was? Was soll ich dann noch sagen? Die Klappe kannst du halten. Die Mission war doch erfolgreich. Tauchen bestimmt bald auf. Oh, Bix! Festgenommen scheint man sie jedenfalls nicht zu haben. Und sobald sie zurück sind, schmeißen wir eine Siegesfeier, oder? Ich freue mich da sind richtig wir. Auf eine Jessie-Spezial. Rein mit dir. Wer sagt, dass du was abkriegst? Was? Wie schön, euch zu sehen. Auch wenn Yuffie euch nicht kennt. Kann ich mit euch reden?
Hallo. Leider nicht. Schade. Sie reden sogar über Fort Condor. Ach, was es hier nicht alles gibt. Es ist so schön. Fort Condor ist überall ausverkauft. Oh, das tut mir leid. Aber interessant. Ich meine, Yuffie ist auch so ein bisschen doof, ne? Steht da vor den Nachrichten hier von einer Menschenmenge umgeben und sagt dann, oh, wie toll, das war Avalanche und das kann ich besser. Weißt du, dass du keine bösen Blicke da riskiert hast, ne? Also, oder dass du nicht sofort niedergeprügelt wurdest von irgendwelchen Leuten, die Shinra mögen. Also, da hast du aber Glück gehabt, du. Unvorsichtig. Avalanches Versteck. Ah. Darf ich? Komm, lass mich. Ja, komm. Yay. Bumerang. Ist das dann besser? Wahrscheinlich. Hallo. Billy Bob und Polk. Das ist Nayo. Ich bin Yuffie. Agentin der Übergangsregierung von Wutai. Untalentierte Materiajägerin. Ich soll die ultimative Materia rauben, um Shinras Pläne zu durchkreuzen. Ich habe keine Kosten und Mühen gescheut, um heute hier bei euch zu sein. Freunde von Avalanche, auf gute Zusammenarbeit. Zeigen wir es ihm. Du hast ja Energie. Darauf kannst du Gift nehmen. Hey, wo ist denn eigentlich Sonon? Ist er schon hier? Ja. Seit 3 Tagen. Er ist gerade noch unterwegs. Es scheint ihm hier wirklich zu gefallen. Wie bitte? Wo ist denn dein Gepäck? Bin ohne gekommen. Eine Ninja mit schwerem Gepäck. Stellt euch das vor. Oh. Hier, probiert mal. Wutais berühmte Dachau-Bohnen. Ja, nimm bitte. Oh. Hm? Oh. Kann man die echt essen? Wow, nicht schlecht. Ihr Ninja seid echt unheimlich. Yuffie, warte du hier auf Sonon. Bin kurz unterwegs. Muss nämlich noch die ID-Karten für euch abholen. Warte, dann komm ich mit. Lass mal lieber. Du riechst nämlich nach Ärger. Schnüffel, schnüffel. Rieche ich nach Ärger? Die Reise war doch sicher anstrengend. Warum ruhst du dich nicht ein wenig aus? In so einer lauten Stadt? Unmöglich. Sag mir lieber, wo genau im Shinra-Gebäude diese ultimative Materia ist. Jetzt lass mich nicht zappeln. Um ehrlich zu sein, kennen wir den genauen Ort im Gebäude leider nicht. Aber wir wissen, dass Materia für den Shinra-Konzern eine Art Waffe ist. Wir glauben also, dass sie in die Verantwortung der Abteilung für Waffenentwicklung im Untergeschoss fällt. Aha, verstehe. Die ultimative Materia befindet sich im Untergeschoss des Shinra-Gebäudes. Warte auf mich, meine liebe kleine Materia. Sei bitte vorsichtig, Yuffie. Versprochen? Du solltest unbedingt mit Billy Bob reden. Er hat auch noch ein paar Informationen zum Shinra-Gebäude. Billy Bob ist ja auch der beste Name. Wenn ich daran denke... Nein, ich lasse es lieber. Ich meine, Billy Bob ist eine Marke für... Ihr wisst was, ne? Ich sag's mal nicht. Wenn ihr es nicht wisst, googelt es nicht. Vielleicht, weiß ich nicht. Auf eigene Gefahr. Googelt es auf eigene Gefahr. Ach, mein armer Zahn. Sag mal, die ultimative Materia befindet sich im Shinra-Gebäude, oder? Wo ist das denn eigentlich? Nichts wissen macht auch nichts, was? Wie bitte? Sorry, war nicht böse gemeint. Weißt du bestimmt, aber über den Slums hat man eine gigantische Stadt errichtet.
Das Shinra-Gebäude steht dort in all seiner Pracht genau im Zentrum. Ich glaube, das habe ich gesehen, als ich angekommen bin. Um ins Shinra-Gebäude zu kommen, muss man erst aus den Slums raus und nach oben. Mit den Details kennt sich Polk aber besser aus. Okay. Und du bist also Billy Bob. Hast du dann wirklich dieses komische Geschäft eröffnet? Weiß ich nicht. Na gut, aber dann rede ich mal mit dir. Du kommst wohl nicht zur Ruhe. Ich will mehr über die Mission wissen. Zum Beispiel, wie ich nach oben kommen soll. Naja. Eigentlich kommt man ohne Probleme mit der Bahn nach oben, wenn man eine ID hat. Aber wegen der Reaktorexplosion wurde der Alarmzustand ausgerufen. Überall patrouillieren Gardisten. Ich glaube, uns bleibt nichts anderes übrig, als zu warten, bis sich der Staub ein bisschen gelegt hat. Warten? Das ist ja Folter! Du solltest Shinra nicht unterschätzen. Oh, klar. Aber ich kann doch mit dir noch was machen, oder nicht? Ist dir langweilig? Wie wär's mit einer Runde vor Condor? Hehe. Vor Condor? Was soll das sein? Bei euch kennt man das noch nicht? Ist ein neues Spiel und echt beliebt bei den Leuten hier. Was? Na klar kenne ich das. Unterschätz mich nicht. Los, spielen wir eine Runde. Vor Condor. Dann erkläre ich nur zur Sicherheit nochmal die Regeln. Ein Handbuch für Fort Condor. Ich hätte jetzt wirklich Fort Condor gesagt, aber egal. Für Fort Condor Einsteiger. Fort Condor ist ein Brettspiel. Ja, zumindest noch. Ich bin gespannt, ob Fort Condor wirklich ins Hauptspiel so reinkommt, wie es auch im Original so war. Aber das werden wir noch herausfinden. Noch ist ja Rebirth nicht draußen. Also zumindest zum Zeitpunkt, wo ich das hier aufnehme. Fort Condor ist ein Brettspiel, in dem du Einheiten und Materia verwendest, um das Hauptquartier deines Gegners zu zerstören. Bevor du spielst, solltest du deine Aufstellung festlegen. Ja, was ist gut, was ist nicht gut, ne? Aufstellung. Wähle das Brett, auf dem du spielen willst. Deine Wahl hat Auswirkungen auf die Materia, die dir zur Verfügung stehen, und auf die Ladegeschwindigkeit der ATB-Leiste. Das klingt garantiert wieder alles jetzt voll kompliziert, wie auch im Hauptspiel, und hinterher ist es voll einfach. Mal sehen. Und auf die Ladegeschwindigkeit der ATB-Leiste entscheide zudem, welche Einheiten du einsetzen möchtest. Wirf auch einen Blick auf das Brett und die Einheiten deines Gegners, um gegebenenfalls deine Strategie anpassen zu können. Auf der rechten Seite des Bildschirms siehst du die Informationen zum Brett und zu den Einheiten deines Gegners. Stimmt, ich bin links. Okay. Jede Einheit hat eine Schwäche, die es vorteilhaft auszunutzen gilt. Du hast derzeit keine Einheiten oder Bretter, die angepasst werden können. Drücke X, um das Spiel zu beginnen. Okay. Ja. Oder? Kann ich doch? Weil wenn ich R1 drücke, was passiert dann? Nichts. Okay, ich kann wirklich nichts anderes tun, außer halt... Oder kann ich Materia irgendwie machen hier? Ich habe Feuer und Vita auf jeden Fall. Feuer bewegt sich in einer geraden Linie auf den Gegner zu und verursacht beim Auftreffen Schaden. Okay, und Vita heilt die TP von Truppenmitgliedern im Wirkungsbereich. Okay, also hat keine weite Reichweite wahrscheinlich. Und Polka teilt Eis, bewegt sich in einer geraden Linie auf den Gegner zu und verursacht einige Zeit nach dem Auftreffen Schaden. Okay, also er braucht ein bisschen. Bei mir ist es halt sofort so. Das könnte ein Vorteil sein. Und ich glaube, auch Feuer ist stärker als Eis, oder? Auf jeden Fall ist es beides gerade. Und Aero, also Luft. Zieht Einheiten an sich heran und fügt ihnen Schaden zu. Oh, das Böse. Ja, und Aufstellung bearbeiten kann ich auch nicht. Ich habe 2 Gardisten, 3 Wachhunde, 2 Grenadiere, 2 MG-Drohnen. 2 Sturmgardisten und 3 Granatwerfer. Er hat auch 2 Gardisten und 3 Luftkombattanten. 2x Grenadier, so wie ich auch. Dann auch 2 MG-Drohnen. Sturmgardisten auch 2. Und da hat er Proto-MG. So irgendwie schwächer als meins. Weil meins hat also mein Granatwerfer, der hat auf jeden Fall 400 Leben. Und sein Proto-MG nur 70.
Und nur 14 Angriff, während meiner 60 hat. Okay. Starten wir einfach mal, würde ich sagen. Ja, ich kann ja eh nichts wirklich Großes verlieren. Ja gut. Zu Beginn des Spiels habt sowohl du als auch dein Gegner jeweils 3 Basen. 2 Stützpunkte und ein Hauptquartier. Aha, wo die kleinen Kondore drauf sitzen. Zerstöre das Hauptquartier deines Gegners oder stelle sicher, dass du nach Ablauf der Zeit mehr Basen als der Gegner übrig hast, um zu gewinnen. Platzierte Einheiten beginnen automatisch damit, Kampftruppen in das gegnerische Gebiet zu entsenden und anzugreifen. Das Platzieren einer Einheit kostet eine bestimmte Menge an ATB. Ah. Hast du nicht genügend ATB-Einheiten übrig, kann die Einheit nicht platziert werden. Mit der Zeit lädt sich die ATB-Leiste jedoch wieder auf. Ihr müsst ja auch. Okay. Okay. Dann setze ich hier mal jemanden hin. Achso. Bewege den Cursor an die Stelle auf dem Brett, an der du eine Einheit platzieren möchtest. Die habe ich gerade getan. Und drücke dann X, um eine Einheit aus dem Menü auszuwählen, dachte ich mir. Um eine Einheit an einer anderen Stelle zu platzieren, drücke Abbrechen und wähle eine neue Stelle aus. Die Rollen der jeweiligen Einheiten. Jede Einheit erfüllt eine von 3 Rollen. Kommando, Verteidiger oder Schütze. Abhängig von den Rollen und ihrem Verhältnis zueinander fallen der verursachte und der erlittene Schaden unterschiedlich aus. Hier muss man eine Ausbildung machen, erstmal, um das alles zu verstehen, glaube ich, und sich zu merken. Kommandos sind effektiv gegen Schützen. Schützen sind effektiv gegen Verteidiger. Verteidiger sind effektiv gegen Kommandos. Das klingt so komisch, als ob die Kommandos überhaupt nichts eigentlich selber doch machen würden. Weil die geben doch nur Kommandos, dachte ich jetzt so. Die sind effektiv gegen Schützen. Schützen effektiv gegen Verteidiger. Und Verteidiger gegen Kommandos. Wahrscheinlich sollte ich einen Verteidiger relativ hinten setzen, falls die gegnerischen Einheiten kommen, und selber einen Angreifer nach vorne, denke ich mal. Das Verhältnis der einzelnen Rollen zueinander kannst du jederzeit in der Übersicht nachsehen, okay? Beim Platzieren der Einheiten wird dir zudem angezeigt, welche Einheiten besonders effektiv sind. An der Front. Im eigenen Gebiet kannst du deinen Cursor frei bewegen, aber im Feindesgebiet nur bis zum weitesten Punkt, den deine Einheiten erreicht haben. Das sollte eigentlich in Ordnung sein. Verschiebe die Frontlinie immer weiter, um die Entsendung von Einheiten zu erleichtern. Macht Sinn. Okay. Ich habe jetzt irgendwas einfach nur gesetzt. Nein! Halt! Okay, der hat den eben automatisch da halt hingesetzt, deswegen, du bist ja ein Verteidiger, deswegen, ich nehme mal den Sturmgardisten einfach hier. Hier sollte ich irgendwie eine Verteidigung hinstellen, aber ich habe gar keine Verteidiger, merke ich gerade. Auch geil. Ist natürlich nicht so geil irgendwie. Dann stelle ich einen normalen Gardisten vielleicht hier hin. Oh. Magieattacken. Stehen dir Materia zur Verfügung? Kannst du auch mit Magie angreifen. Drücke L1, um einen Cursor erscheinen zu lassen, den du frei über das Feld bewegen kannst, und drücke X, um festzulegen, ob die Magie gewirkt werden soll. Magieattacken in Kondor unterscheiden sich von denen in regulären Kämpfen. Angriffsmagie fügt keinen elementaren Schaden zu, hat jedoch spezifische Angriffsmuster und kann im Kampf jeweils nur einmal eingesetzt werden. Na super. Aber der greift auch so an. Okay. L1. Feuer. Ah! Nein! Ich wollte gerade Vita einsetzen eigentlich, aber egal. Oh, da ist ja einer aus der Luft. Du. Glaube ich. Du hast keine Materie. Achso. Auch gut. Ah, hier, MG-Drohne. Wie wär's damit? Ich hab doch eigentlich. Ich hätte doch Vita sonst jetzt eigentlich.
Warte. Ich setz mal direkt hier einfach jetzt einen Granatenwerfer hin. Was hältst du davon? Hier setze ich mal einen kleinen Kampfhund noch hin. Komm, Sturmgottes. Komm schon. Macht sie kalt. Los. Ach so, es war jetzt natürlich doof, die hier hinzusetzen, aber egal. Ich hab trotzdem gewonnen. Da, 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 da. Das war ja noch wirklich leicht. Proto-MG-Verteidiger und eine Kondomünze erhalten. Das ist schön. Du bist echt gut, Yuffie. Dabei habe ich dir die Regeln gerade erst beigebracht. Echt? Vielleicht bist du auch einfach nur ein schwacher Gegner. In den Slums gibt es viele starke Spieler. Warum forderst du nicht ein paar von ihnen heraus? Für sowas habe ich aber keine Zeit. Echt nicht? Ich habe gehört, dass der Sieger ein Preisgeld und eine Materia erhalten soll. Eine Materia? Genau. Die richtig starken Spieler lassen sich aber erst auf eine Partie ein, wenn du dich beweisen konntest. Die Materia gehört so gut wie mir! Ich habe Magiebrett noch erhalten und Luftkombatant. Ich frage mich halt, welche Materia das ist. Was für eine Materia bekomme ich dann wohl? Aber naja, das werden wir erst im nächsten Part herausfinden, beziehungsweise noch nicht unbedingt im nächsten Part, aber ein paar Fort-Kondo-Spiele werde ich auf jeden Fall, denke ich mal, noch machen. Das sind dann wahrscheinlich Bonus-Parts oder ich mache ein Spiel pro Part an sich, damit was Spannendes passiert und was nicht so Spannendes. Mal gucken. Weil Fort Condor ist zum Zuschauen garantiert sehr langweilig und ich war eben so ein bisschen gestresst, aber hingegen, dass ich das selber so machen musste. Und hey, das ist mal ziemlich cool, dieses Avalanche-Wandding hier. Das würde mir wahrscheinlich sogar auch selber an die Wand hängen, tatsächlich. Aber egal, auf jeden Fall so weit, so gut. Und dann verabschieden Yuffie und ich uns wieder für diesen Part. Ich gucke nochmal nach dem Sound, ob ich ihn nochmal anpassen muss. Ich hoffe nicht. Und ja, dann sehen wir uns auf jeden Fall im nächsten Part hier wieder. Bis dahin macht's auf jeden Fall gut. Und bis dahin alles Gute, eure Vampi. Ciao!